kommen damit zum Tagesordnungspunkt 6, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten, Gesetz zum Ausbau von Radschnellverbindungen in Hessen, Berichterstattung Herr Dr. Naas, den ich schon einmal bitte, nach vorne zu kommen. Es sind die Drucksachennummern 1885 und 1080 aus dieser der 20. Legislaturperiode. Ich bitte zunächst Herrn Dr. Naas, die Berichterstattung vorzunehmen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich darf Ihnen die Beschlussempfehlung vortragen. Der Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Energie und Wohnen empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf zum Ausbau von Radschnellverbindungen in zweiter Lesung abzulehnen. So beschlossen mit den Stimmen von CDU, Bündnis 90, die Grünen gegen SPD, Freie Demokraten, Linke bei Enthaltung der AfD. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Berichterstatter. Erste Wortmeldung, zufälligerweise Dr. Naas, FDP. Jetzt haben Sie das Wort als Fraktionsredner. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die zweite Lesung nutzen, noch einmal für unseren Gesetzentwurf zu werben, bei Ihnen und natürlich auch beim Ministerium. Ich will aber mit Blick auf die eben vorgetragene Beschlussfassung an dieser Stelle schon die dritte Lesung auch beantragen, weil ich fürchte, dass wir noch etwas brauchen, um Ihnen begreiflich zu machen, dass das ein sehr guter Gesetzentwurf ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen Radschnellverbindungen zur Landessache machen. Wir wollen den Bau von Radschnellverbindungen, die Planung und die Unterhaltung aus einer Hand, zumindest im Grundsatz. Und wir wollen das Ziel weiter verfolgen, dass wir insgesamt mehr Radschnellverbindungen in Hessen bekommen und dass wir damit natürlich auch den Radverkehr, Frau Kollegin Müller, insgesamt in Hessen stärken. Denn Radfahren gehört zur Freiheit, gehört zur individuellen Freiheit, stärkt die Gesundheit, da sind wir uns einig, und ist ein wunderbares Verkehrsmittel in Kombination auch mit anderen Verkehrsmitteln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land baut ja bereits Radwege, nämlich Radwege entlang von Landesstraßen. Und deswegen haben wir uns gefreut am Montag über die Pressemeldung des Ministers, der ja fulminant verkündet hat, er will jetzt investieren, 222 Millionen € in den nächsten Jahren. Man muss auch hier immer ein bisschen das Kleingedruckte lesen. Es sind nicht 244 oder 22 Millionen € Landesmittel, sondern man muss mal 70 Bundesmittel schon mal abziehen, sodass man dann bei 176 Millionen € noch Landesmittel ist. Und da muss man dann auch genauer lesen. Das ist für den Rad- und Fußverkehr. Und was Sie da so eigentlich reingerechnet haben, ist uns auch noch nicht bis heute so ganz klar. Aber die Richtung stimmt. Sie wollen investieren. Und deswegen haben wir uns gefreut, dass es auch 18 neue Stellen bei Hessen Mobil gibt. Und mein erster Gedanke war, jetzt kommt die Zustimmung zu unserem Gesetzentwurf. Denn es liegt ja auf der Hand, wenn man Planer eingestellt hat, wenn man Mittel zur Verfügung hat, dann will man natürlich auch selbst bauen. Aber dem ist leider nicht so. Und ich vermute, dass mal wieder die Verteidigungsvariante 2 gewählt wird heute vom Minister. Es gibt ja nur zwei Verteidigungsvarianten, nämlich einmal die Variante 1 überflüssig, so beim Seilbahngesetz oder beim Tariftreuegesetz der SPD, oder die Variante 2 falsch. Und diesmal vermute ich, ist es die Variante 2. Der Gesetzentwurf ist falsch. Und ich kann Ihnen wahrscheinlich auch schon die Begründung sagen. Er ist falsch, weil es die Kommunen besser können. Und das ist an sich ja ein Armutszeugnis nach 6 Jahren. Denn wenn man sich einmal so anguckt, was Hessen Mobil bisher auf die Kette bekommen hat, zusammen auch mit dem Ministerium, dann ist das herzlich wenig. Von 97 Kilometern, die ja mal geplant waren, sind es 9. Entlang von Landesstraßen sind 17,7 Kilometer gebaut. Das ist für einen grünen Verkehrsminister ein Armutszeugnis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn wir uns mal so die Anhörung anschauen, dann spricht vieles für unser Gesetz. Ich will Ihnen das an dieser Stelle noch einmal aufrufen. Der HSGB hat geschrieben und auch in der mündlichen Anhörung noch einmal vorgetragen. Der Städte- und Gemeindebund begrüßt die Aufnahme von Radschnellwegen in das Straßengesetz sehr. Dieter vom Hessischen Städtetag hat gesagt, die ordnungspolitische Philosophie können wir gut nachvollziehen. Sanden vom ADFC
keine unbedingt liberale Vorfeldorganisation, hat gesagt, der ADFC vertrat schon immer die Ansicht, dass Radschnellwege in die Baulast des Landes gehören. Wir sind der FDP-Fraktion sehr dankbar, dass sie dieses wichtige Thema befördert hat. Dr. Pagel sagt, der Hessische Radfahrerverband begrüßt die Initiative. Ruven Kötter vom Regionalverband, übrigens die Institution, die im Moment die meisten Radwege baut und plant, denn das ist ja nicht Hessen Mobil. Auch der hat gesagt, wir begrüßen den Vorstoß der FDP. Gleiches gilt für den Zweckverband Kassel. Meine Damen und Herren, eigentlich, also muss zugestehen, den grünen Stadtrat aus Wiesbaden konnten wir nicht überzeugen, muss ich anerkennen. Aber ansonsten haben die meisten Experten unseren Gesetzentwurf begrüßt, gelobt. Und ich behaupte mal, er würde auch auf jedem grünen Parteitag glatt durchgehen. Und Sie, Herr Minister, sind der erste grüne Minister, der sich gegen mehr Kompetenzen bei Radwegen wehrt. Das kann ich nicht ganz verstehen. Aber ich habe es dann bei näherem Überlegen doch verstanden, weil die Position stärker natürlich die Kommunen in die Verantwortung zu nehmen, passt so ein bisschen auch zu dem, was wir heute Morgen diskutiert haben, ist natürlich komfortabel. Weil immer dann, wenn die Kommunen einen Radweg einweihen, Sie waren Anfang der Woche, glaube ich, in Biebesheim zur Vorstellung, zumindest der Planung, dann sind Sie ja mit dabei, weil Sie ja Fördermittel überbringen. Aber immer wenn es schief geht, waren es die Kommunen. Und es ist nicht mehr dieses lästige Hessen Mobil, wo man ja selbst für verantwortlich ist. Und deswegen habe ich es verstanden. Aber ich sage Ihnen, selbst für schwache Radverkehrsminister ist unser Gesetzentwurf geeignet. Selbst für Schwache. Denn wir haben eine Öffnungsklausel vorgesehen. Sie können weiter die Kommunen planen lassen. Sie können den Regionalverband planen lassen. Sie können auch die Kommunen bauen lassen. Nicht nur, wie ja Ihr neuer Vorschlag ist, entlang von Landesstraßen, sondern zukünftig auch bei regionalen Radschnellwegen, die mit Landesstraßen gar nichts zu tun haben müssen. Weil die planen sie ja ohnehin nicht so gern, die Landesstraßen für Autos und LKWs. Aber eins, das müssten Sie am Ende noch übernehmen, und das ist die Straßenbaulast. Und das müssen Sie auch deswegen übernehmen, weil sie dort auch hingehört, nämlich zum Land. Stellen Sie sich mal vor, der Radweg Bad Homburg-Frankfurt wird eingeweiht mit Ihrem Förderbescheid. Und dann kommt der erste Winter. Und dann muss dieser Radschnellweg geräumt werden. Das ist nämlich die Aufgabe auch. Und das ist dann die Aufgabe der Kommunen. Und da wird dann die Gemeinde Steinbach auf ihren 400 Metern edler Gemarkung mit ihrem Auto voranfahren und wird diese 400 Meter räumen. Und dann kommt die Stadt Oberursel und räumt ihre 1,2 Kilometer Radweg. Das Prinzip von Landesstraßen ist ja gerade, dass das Land, weil es eine regionale Straße ist, eine überörtliche Straße, zuständig ist, und dass es Hessen Mobil mit einer Landesverwaltung macht, damit nicht jede Kommune kommt für ihre 300 Meter und muss die Baulast tragen und muss die Wartung dieser Straße tragen. Die Frage ist völlig unbeantwortet. Ich vermute, wie Sie es lösen. Sie haben irgendwann einmal den Hinweis gegeben, ja, das könnte man ja auch mit Geld wieder lösen. Da gibt es dann einen Zuschuss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, langfristig, Herr Minister, werden Sie dieses gelb-grüne Projekt, das ist doch eine Gemeinsamkeit von uns beiden, dass wir Radwege bauen wollen, nicht aufhalten können. Und deswegen kann ich Ihnen heute nur sagen, gehen Sie von der Rückbremse und schalten Sie einen Gang hoch. Hessen braucht mehr Radschnellwegverbindungen. Und deswegen ist das Land hier in der Verantwortung und nicht die Kommunen. Nehmen Sie diese Verantwortung an und stimmen Sie diesem Gesetzentwurf zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Naas. Als nächstes von der AfD Kollege Enners. Es ist angerichtet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Radschnellverbindungen, die Autobahnen für Fahrradfahrer, breite, gut ausgebaute, beleuchtete und mit Winterdienst versehene Radwege.
Die aktuelle Situation ist, dass normale Radwege von den Städten und Gemeinden jeweils für ihre eigene Gemarkung geplant, gebaut und instand gehalten werden. Der hier vorliegende Gesetzentwurf der FDP sieht vor, dass die Radschnellverbindungen als Landesstraßen deklariert werden und damit das Land die Baulast für die Wege übernimmt. Liegt aber die Planungs- und Bauhoheit beim Land, könnten solche Radschnellverbindungen auch gegen den Willen einzelner Kommunen realisiert werden. Dass Autos und Lkw im Straßenverkehr immer mehr zunehmen und diesbezüglich Lösungen und Entlastungen erarbeitet und gefunden werden müssen, steht außer Frage. Der Umstieg auf den ÖPNV wird ja immer gern beschworen. Aber bleiben wir bei den Tatsachen. In Ballungszentren ist der ÖPNV oft maßlos überlastet. In der Fläche ist er aufgrund schlechter Anbindung und ebenfalls schlechter Taktung eher unattraktiv. In einem Nahverkehrskonzept könnte somit aufgrund des steigenden Verkehrs und dem verbesserungswürdigen ÖPNV die Radschnellverbindung durchaus einen Beitrag zur Verkehrsentlastung leisten. Aber wegen fehlender Gutachten über die Nutzungstiefe der Radwege und Entlastungshöhe des Straßenverkehrs zu den ausgemachten Teilstücken ist das alles hier bis jetzt nur ein Experimentierfeld, was so nicht umsetzbar ist. Zwei Punkte möchte ich dazu ansprechen. Der erste Punkt, warum wir der Vorlage kritisch gegenüberstehen, ist, das Land Hessen als Bauträger kann wegen der nicht ausreichenden personellen Besetzung bei Hessen Mobil die Planung, den Bau, den Betrieb und das Management dieser Verkehrswege noch nicht leisten. Eine fehlende Finanzausstattung des Landes kommt noch erschwerend hinzu. Der zweite Punkt, warum kommunale Aufgaben auf Landesebene verschieben. Die Kommunen wissen besser und können schneller reagieren, wenn es um den Bau von Radwegen und Radschnellverbindungen geht. Dass das Land Hessen die Kommunen dabei weiterhin finanziell fördert, sollte eigentlich unstrittig sein. Zusammengefasst, die personelle Unterbesetzung bei Hessen Mobil, um solch eine zusätzliche Aufgabe zu stemmen, ist die erste Hürde, die im Vorfeld abzuarbeiten wäre. Weiterhin ist die Entscheidungsbeteiligung der Kommunen ungeklärt und eine beschnittene Mitsprache mehr als kontraproduktiv. Auch ist nicht geklärt, in welcher Form die Kosten-Nutzen-Frage durchgeführt wird und was die Bewertungsgrundlagen dafür sind. Für die AfD-Fraktion sind dies zu viele noch nicht geklärte Grundlagen. Die Rahmenbedingungen müssen noch besser abgesteckt werden. Wir bleiben deshalb dabei, die Idee ist gut, aber eben nicht ausreichend vorbereitet und in Basisfragen nicht bis zum Ende durchdacht. Daher werden wir uns weiterhin enthalten. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich darf das Wort der Kollegin Müller von den Grünen geben. Frau Kollegin Vizepräsidentin, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, wir reden heute in zweiter Lesung über den Gesetzentwurf. Und natürlich sage ich gerne, lieber Kollege Lenders, dass es mich freut, dass die FDP bzw. jetzt die Freien Demokraten so einen Sinneswandel durchgemacht haben. Nicht nur der Name ist anders von FDP zu den Freien Demokraten, sondern plötzlich finden sie auch die Radwege gut. Das ist erst einmal zu begrüßen. Ich habe auch versucht, Ihnen zuzuhören, also ganz ruhig auf der Seite der Freien Demokraten. Sie haben es als Armutszeugnis bezeichnet, wie der Verkehrsminister damit umgeht. Ich finde es ein Armutszeugnis, dass Sie sich hier hinstellen und das tun, nachdem es nämlich ein Armutszeugnis war, wie die FDP-Verkehrsminister noch nicht einmal 2 Millionen € für den Radverkehr ausgegeben haben, obwohl sie 4 Millionen € zur Verfügung haben, Hessen Mobil kaputt gespart haben und nichts in den Bereich ging. Jetzt geht es voran, und sich dann hier hinzustellen und nur zu kritisieren, das finde ich ein Armutszeugnis. Ja. Und allein das wäre ja ein Grund, die Radschnellwege nicht in die Baulast des Landes zu nehmen, weil vielleicht könnte ja irgendwann mal wieder ein FDPler Verkehrsminister werden, und dann würde nämlich wieder nichts passieren. Und zu Ihrem letzten Satz,
Gehen Sie von der Rückbremse? Sie meinten wahrscheinlich den Rücktritt. Ich meine, einen Rücktritt beim Fahrrad hatte ich vor 50 Jahren das letzte Mal. Also, das ist auch nicht mehr so en vogue. Das ist die Hinterradbremse, ja. Rückbremse. Ich wollte gut. Gut, aber wie gesagt, ich unterstelle Ihnen den Sinneswandel. Ich habe vor 2 Jahren meinen geschätzten Kollegen Dr. H.C. Hahn, der jetzt nicht dazwischenrufen darf, zitiert, der gesagt hat, die Grünen wollen ihre ideologisch einseitige Stillstandspolitik beim Verkehr auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Hessen soll statt Autobahnen nun Radwege zwischen den Städten bekommen. Wer glaubt, dass die Pendler aus dem Umland zukünftig alle mit dem Rad kommen werden, macht wohl eher Verkehrspolitik für Saigon statt für das Rhein-Main-Gebiet. Da kann ich ja mal unterstellen, dass er darüber nachgedacht hat, dass Saigon vielleicht eine super Radverkehrspolitik macht, muss, weil alle Megacities machen Radverkehrspolitik, um nicht im Stau zu stehen. Also vielleicht hat er über diesen Satz ja noch einmal nachgedacht. Und dann habe ich auch Hoffnung, dass der Herr Müller, der gerade nicht da ist, vielleicht auch noch einmal über die Busunternehmer nachdenkt, die nämlich nicht demonstrieren, weil ihnen keiner etwas erklärt hat, sondern weil sie um nackten Überleben kämpfen und das bundesweit und nicht nur in Hessen. Und der Minister mit Ihnen vorhin geredet hat und Sie sich gefreut haben, was Hessen bereits zumindest für den Linienverkehr bei den Omnibusunternehmern tut. Das nur am Rande. Ich habe gerade von heute geredet, das ist aktueller denn je. Also ich freue mich, dass wir gerade in Corona-Zeiten über das Fahrrad reden, weil wir nämlich merken, dass es ein oder das Verkehrsmittel in Corona-Zeiten ist. Die Menschen nutzen es vermehrt, mehr denn je. Die Fahrradbranche boomt. Deswegen brauchen wir Platz für die Radbäder. Mehr Platz. Ja. Da bin ich froh, dass ich dann die Freien Demokraten auf unserer Seite habe und dass sie dann auf der Seite stehen, dass wir Landesstraßen nur noch sanieren, dass es Sanierung vor Neubau geht und bei den Radwegen bauen, bauen, bauen. Ich wollte das nicht gegeneinander ausspielen. Es ist doch gut, sanierte Straßen zu haben und da, wo es Defizite gibt, die aufzuholen, was schwer genug ist, weil es keine Grundlage gab, ich hatte es schon erwähnt, um dort Radwege zu bauen. Aber auch das haben wir schon gehört. Die meisten Radwege befinden sich in den Kommunen. Bei der Pressekonferenz hat der Minister auch noch einmal gesagt, 88% der Radwege sind in den Kommunen. Dort hat das Land viel Vorarbeit geleistet mit der AG Nahmobilität, die gegründet wurde. So etwas wie die AG Fahrrad gab es in anderen Ländern schon viel früher. Aber grün wirkt. Bei uns gibt es die AG Nahmobilität, die sich nicht nur mit dem Radverkehr, sondern auch mit dem Zu-Fuß-Gehen und eben dem ganzen Bereich Nahmobilität beschäftigt. Es gibt entsprechende Richtlinien, Musterlösungen für die Kommunen. Keine Landesregierung hat da bisher so viel getan wie diese. Aber die Angebote müssen auch angenommen werden. Und da freue ich mich, wenn die Freien Demokraten sich auch vor Ort einsetzen und für den Radverkehr überall da, wo sie Verantwortung haben, kämpfen. Ich kann mich noch gut an die Zeit erinnern, als ich von einem FDP-Kollegen als Pedalerotikerin betitelt worden bin. Also von daher, nein, im Stadtparlament. Ich war ja gerade auf der kommunalen Ebene. Ne? Jetzt noch einmal zum Gesetzentwurf. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir den Aus- und Neubau von Radschnellwegen, aber auch Raddirektverbindungen vorantreiben wollen. Wie es am schnellsten geht, in dieser Frage sind wir uns uneinig. Aber dass wir das machen wollen, da sind wir uns durchaus einig. Und in der Anhörung war es nicht so, wie Herr Dr. Naas zitiert hat, dass es nur positive Stimmen gab. Sie haben sich das rausgesucht. Aber Sie haben z.B. den Städtetag zitiert. Der hat es durchaus auch kritisch gesehen. Und auch der Vertreter des Zweckverbandes des Raums Kassels, Herr Bachmann, hat es durchaus auch kritisch beleuchtet und exakt geschildert, was es für eine mühsame Arbeit ist vor Ort, die natürlich für Ort viel besser durchgeführt werden kann als von Landesseite. Die Radschnellwege werden mit bis zu 90% vom Land gefördert und die Planung unterstützt. Dass dieser Weg erfolgreich ist, zeigt eine Vielzahl an Projekten, die bisher auf den Weg gebracht wurden. Um nur eine Auswahl zu nennen, zähle ich mal ein paar auf. Die Raddirektverbindung im Raum Kassel, die Radschnellverbindung Rhein-Main-Rhein-Neckar, Frankfurt-Hanau, Vorder-Taunus, Frankfurt-Darmstadt, Wiesbaden-Mainz, Gießen-Wetzlar, Hanau-Scharfenburg und so weiter und so weiter. Und das Land hat sogar einen Ingenieurbüro beauftragt, dass 9 Radwege in Grünberg, Marburg, Bosseck, Braunfels, Mücke, Dudenhofen, Kappel, Dauftetal sowie in Hofen in kürzester Zeit planen und realisieren will. Das können Sie alles nachlesen.
falls Sie es mir nicht glauben. Aber ich gehe einmal davon aus, dass Sie sich so sehr für das Thema interessieren, dass Sie es auch gemacht haben. Es gibt einen Facharbeitskreis Rad Schnellverbindung der Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität, der 42 Korridore identifiziert hat. Das alles wurde auf dem letzten Nahmobilitätskongress vorgestellt. Es gibt eine gute Grundlage in Hessen, auf der wir auch weiterarbeiten werden. Herr Warnecke, eine andere Schallplatte würde Ihnen auch mal gut tun. Was? Ja, ich rede ja auch die ganze Zeit über das Gesetz. Es braucht nicht immer ein Gesetz, wenn man es anders, schneller regeln kann. Und was mich auch ein bisschen wundert, Herr Kollege Dr. Naas, vielleicht gucken Sie auch mal auf die andere Rheinseite. Da gibt es einen Verkehrsminister der FDP. Da gibt es lediglich zwei Projekte, die in der Diskussion sind, und eine einzige in Planung, und eine davon nämlich Bingen-Mainz. Und die ist auch schon ziemlich lange in der Diskussion. Also, vielleicht können Sie ja da auch mal Ihr positives Karma für das Thema Radwege rüberbringen. Und dann geht es vielleicht auch da schneller. Ach Gottchen. Wir wollen doch erst einmal Hessen und Rheinland-Pfalz verbinden. So. Also, mehr Tempo, mehr Qualität, mehr Personal und, habe ich was vergessen, mehr Geld, wurde auf der letzten PK vorgestellt. Es wurde ja auch ausreichend gelobt. Das hat der Minister extra für Sie gemacht, damit Sie zur heutigen Diskussion auch gut informiert sind. Ja, klar. Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen wir eine andere Verkehrspolitik machen. Und wenn wir uns da einig sind, umso besser. Da gehört der Radverkehr an erster Stelle dazu. Radschnellverbindungen sind ein wichtiger Baustein in der Radverkehrsförderung. Und damit ein großes Zukunftsthema. Es sind bei mir keine Textbausteine. Im Gegensatz zu Ihnen beschäftige ich mich mit dem Thema schon länger. Aber schön, dass die Frage. Ja, wenn ich mir hier so etwas anhören muss, dann müssen Sie das auch hören, ganz ruhig bleiben. Schön, dass Sie auch der Meinung sind, wir müssen nicht mehr über das Wie streiten, sondern nur noch, ob der schnellste Weg ein Gesetz ist oder der Weg, die Kommunen planen zu lassen, sie auszustatten und das auf diese Weise voranzubringen. Radschnellwege können einen erheblichen Beitrag zur Emissionsreduzierung, Stauvermeidung und damit auch einen wesentlichen positiven Beitrag auf die Gesundheit der Menschen leisten. Insbesondere durch die steigende Nutzung von Elektrofahrrädern können Radschnellwege neue Zielgruppen erschließen und damit einen kostengünstigen Beitrag zur Entlastung von staugefährdeten Straßen leisten oder den ÖPNV in den morgendlichen Spitzen entlasten oder auch jetzt Urlaub in Hessen zu machen mit dem Fahrrad auf den schönen Vielradfernwegen, die wir haben. Also alles eine der kostengünstigsten Möglichkeiten, um das mobile Hessen voranzubringen und Verkehrspolitik für die Menschen in diesem Land zu machen. Hessen ist auf jeden Fall auf dem Weg zum Fahrradland, mit oder ohne dieses Radschnellwegegesetz. Die ersten Schritte sind getan. Auch die Mittel wurden erhöht an den Landesstraßen. Damit das Geld sinnvoll ausgegeben werden kann, werden die Stellen erhöht. Der Direktor von Hessen Mobil, Herr Ringelhut, hat gesagt, dass er noch einmal 10 Stellen aus dem Bestand dazu nimmt und dass es ein neuer Schwerpunkt in der Aufgabe von Hessen Mobil ist. Also ein neuer Schwerpunkt von Hessen Mobil, keine Taskforce zur A44, wie die Herr Poschmann ins Leben gerufen hat, sondern eine Taskforce für die Radwege. Und ich glaube, da wird es ein bisschen schneller vorangehen als vorher. Denken Sie bitte an die Redezeit, Frau Kollegin. Gut. Ich freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste Runde. Das wird an unserer inhaltlichen Position nichts ändern. Aber ich rede sehr gerne auch noch einmal über das Thema Radverkehr. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächstes Herr Meißner. Jetzt kommt bestimmt. Gibt es auch einen Rhön-Fernradweg in Osthessen? Ich will doch nur die Zeit überbrücken und einen Hinweis geben. Bitte schön. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wie wir bereits in der ersten Lesung festgestellt haben, sind wir uns in einer Sache einig. Das Fahrrad als alltagstaugliches Verkehrsmittel gewinnt an Bedeutung und wird vor allem im Nahbereich immer mehr zu einer echten Alternative zum Auto. Diese Entwicklung wirkt sich nicht nur gesundheitsfördernd auf die Radfahrer aus, sondern auch auf die Umwelt. Und damit diese Entwicklung weiter vorangetrieben werden kann, braucht es ein effizientes und zukunftsfähiges Radnetz.
Auch hierbei, glaube ich, sind wir uns alle einig. Wir möchten das Fahrrad durchaus zu einer echten Alternative für Berufspendler machen. Jedoch kommen wir nun zu dem Punkt, wo wir uns uneinig werden. Denn die Radschnellwegverbindungen sind nur ein kleiner Teil des gesamten Radnetzes in Hessen. Und wir sollten das Gesamtkonzept im Auge behalten. Denn auch Raddirektverbindungen und Radfernwege sind wichtige überkommunale Verbindungen, die in dem vorliegenden Gesetzentwurf nicht berücksichtigt und dadurch durchaus benachteiligt werden. In dem Sinne diskutieren wir heute über einen Gesetzentwurf für eine extrem begrenzte Anzahl aller Radverbindungen in unserem Bundesland, die sich aufgrund der angestrebten Mindestanzahl von täglichen Nutzern fast ausschließlich auf den Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main beschränken. Aber nicht nur dort fahren die Leute Fahrrad, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf ist der ländliche Raum völlig außen vor. Hier lebt jedoch ein beachtlicher Teil unserer hessischen Bevölkerung. Und gerade für diese Räume ist es wichtig, an die Verkehrsinfrastruktur der verschiedenen Verkehrssysteme angeschlossen zu werden, damit sie an Attraktivität zunehmen und die Verkehrslast auf unseren Straßen entschärft wird. Ich möchte den vorliegenden Gesetzentwurf nicht als völlig inakzeptabel darstellen, denn er geht in die richtige Richtung. Jedoch ist er aus unserer Auffassung nach nicht ausreichend, um eine nachhaltige Verbesserung und einen schnelleren Ausbau des Radnetzes in ganz Hessen zu gewährleisten. Ich erläutere Ihnen auch gerne, warum wir das so sehen. Auch wenn Radschnellverbindungen eine tolle Möglichkeit bieten, Städte miteinander umweltfreundlicher zu vernetzen, sollten wir bedenken, dass der größte Teil des Radverkehrs innerhalb der Kommunen stattfinden wird. Wie bereits Herr Dr. Naas bei der ersten Lesung angesprochen hat, sind etwa 76% unserer täglich zurückgelegten Strecken unter 10 Kilometer. Daraus kann man schließen, dass sich vor allem in den Ballungszentren die zurückgelegte Strecke innerhalb eines Stadtgebiets bewältigen lässt. Es gilt daher, die Radwege innerhalb der Kommunen nicht aus den Augen zu verlieren und vor allem diese zu fördern. Denn was bringt einem die tollste Radschnellverbindung zwischen zwei Städten, wenn man dann innerhalb der Stadt frei nach dem Prinzip Augen zu und durch fahren muss? Wir dürfen daher nicht das Radnetz als Gesamtkonzept aus den Augen verlieren, nur weil ein Rad eine Radwegeart interessanter oder vielleicht besser klingt als andere. Ich möchte nun auf den zweiten Kritikpunkt zu sprechen kommen, nämlich, dass die Wegführung am besten vor Ort geplant wird. In meinen Augen können nur so Gefahrenstellen entschärft oder vermieden und die bestmögliche Strecke ausgelotet werden. In diesem Zusammenhang muss eine gesetzliche Grundlage für Radschnellverbindungen stärker auf die Interessen und Bedürfnisse der Kommunen vor Ort eingehen. Denn wer kennt diese besser als ein Ansprechpartner direkt vor Ort? Damit möchten wir eine engere Einbindung von Hessenmobil und dem Land keinesfalls ausschließen. Im Gegenteil. Aber die Radwege führen nun einmal durch Kommunen, und daher müssen sie aktiv in die Planung und in die Gestaltung mit einbezogen werden. Um diese Planungsfreiheit zu gewährleisten, aber gleichzeitig die Möglichkeiten der finanziellen Förderung und tatkräftigen Unterstützung bereitzustellen, wurde 2016, die Kollegin hat es erwähnt, die AGNH, die Arbeitsgemeinschaft Nahmobilität in Hessen, ins Leben gerufen. Mit der AGNH hat das Land Hessen eine gute und gut etablierte Kooperationsplattform zwischen dem Land Hessen und den kommunalen Vertretern für den Ausbau und die Weiterentwicklung des Radverkehrs in Hessen eingerichtet. Die AGNH unterstützt die Kommunen mit Fachwissen über vielfältige Förderinstrumente sowie Planungs- und Koordinationsmöglichkeiten. Gerade in den vergangenen Tagen hat unser Wirtschaftsminister das Konzept der AGNH, die Zusammenarbeit von Kommunen, Hessenmobil und der speziellen Taskforce Radwege, erläutert. Bisher hat die AGNH entscheidend dazu beigetragen, dass zahlreiche Kommunen ihre Maßnahmen zur Verbesserung und Erweiterung ihrer Radverkehrsinfrastruktur verstärkt haben und durch die Neuerungen zukünftig auch noch weiter verstärken werden. Wir sehen an verschiedenen Beispielen, wie gut und schnell die Zusammenarbeit funktioniert. Das Beispiel des Radschnellwegs Darmstadt-Frankfurt zeigt, dass ein schneller Projektfortschritt auch ohne Übertragung von Baulasten funktioniert. Auch der Zweckverband Kassel leistet tolle Arbeit bei der Planung der Raddirektverbindung Kassel-Vellmar. Und der Milzburg-Radweg in meiner Heimat mit einer Länge von immerhin 27 km ist beispielhaft für eine gut funktionierende interkommunale Zusammenarbeit. Sie sehen, gerade beim Verkehrsmittel Rad ist die Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und der verfügbaren Flächen ein entscheidender Faktor für die schnelle und erfolgreiche Umsetzung von Radwegen jeglicher Art. Denn die Wegführung, die Ausgestaltung sowohl rechtlich als auch baulich und die Anpassung an das bestehende kommunale Verkehrsnetz sind wichtige Bestandteile der Verkehrsplanung, die nun einmal vor Ort geschehen muss, perfektioniert durch die Unterstützung von Hessenmobil. Dabei darf auch die Abstimmung mit den verschiedenen Grundstückseigentümern und Nutzergruppen nicht unterschätzt werden. Und auch hier haben die Kommunen und Städte einen deutlichen Vorteil gegenüber dem Land, denn sie fungieren durch die Nähe als direkte Ansprechpartner vor Ort und können daher Mitwirkende und Interessengruppen besser in den Planungsprozess mit einbeziehen.
Das ist eine Aufgabe, die nur schwer oder zumindest mit einem höheren Aufwand allein von Hessenmobil aus der Ferne zu bewältigen ist. Ich möchte hier die Stellungnahme von Herrn Kobol zitieren. Ich denke, dass gerade die örtliche Kenntnis aus den Gegebenheiten, aus den Nutzungsgruppen und aus den Konflikten heraus letztendlich bei der Kommune einen Vorteil verorten lässt, sodass das Vorhaben, eine Radschnellwegeverbindung zu realisieren, zumindest bei den größeren Städten gut aufgehoben ist. Doch nicht nur die großen Städte tragen der schnellen Umsetzung von Nahmobilitätsprojekten bei, auch kleinere Kommunen, die sich zu Verbänden zusammengeschlossen haben, leisten einen exzellenten Beitrag. Da sollten wir uns fragen, ob dieser Gesetzentwurf wirklich notwendig ist, denn die Kommunikation und die Koordination zwischen dem Land, Hessenmobil, der AGNH, den Verbänden und den Kommunen unter dem Stichwort Nahmobilitätsstrategie für Hessen hat sich bereits gut etabliert, bewährt und entwickelt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Meißner.